Hallo, meine lieben Geschwister, ich begrüße euch ganz herzlich im Namen Jesus. Ich bin die Schwester Fallon und ich möchte heute mit euch eine Botschaft teilen, was der Herr mir seit einiger Zeit gegeben hat. Und bevor wir anfangen, möchte ich, dass wir gemeinsam beten, damit der Herr uns führt und das Alpha und das Omega ist. Wir beten im Namen Jesus. Vater, ich danke dir für deine Gnade, für deine Gegenwart, für diese Zeit, die du uns geschenkt hast, Gott. Ich lasse alles in deinen Namen, Gott. Nur dein Name sei erhöht, sonst nichts. Im Namen Jesus. Amen. Und zwar möchte ich mit euch eine Botschaft teilen, die der Herr mir gegeben hat. Und zwar war ich eines Nachts schlafen gegangen und mitten in der Nacht konnte ich nicht mehr schlafen und bin dann aufgestanden und bin ins Wohnzimmer gegangen, um zu beten. Dann habe ich gebetet und der Herr hat mich wirklich geführt. Er war wirklich mit mir. Und währenddessen ich gebetet hatte, habe ich angefangen zu singen. Dann habe ich ein Lied gesungen. Ich denke, ihr alle kennt dieses Lied. Ich möchte ein kleines Stück singen, damit ihr versteht, von was ich rede. Und zwar dieses Lied. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez en Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans le livret de vie. Non, non. Und als ich dann diesen Part gesungen habe, celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Also auf Deutsch übersetzt, der, der überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und das ist genau diese Botschaft, wo der Herr mir gegeben hat. Und zwar habe ich diesen Text gesungen. Währenddessen ich diesen Text gesungen habe, hat der Herr angefangen mit mir zu sprechen und meinte zu mir, verstehst du eigentlich, was du da singst? Und ich bin in mir gegangen und dachte, wer redet mit mir? Dann hat er mich nochmal gefragt, verstehst du, was du da singst? C'est lui qui vaincra sera vêtu de blanc, son nom restera dans le livre de vie. Also der, der überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet und sein Name wird in dem Buch des Lebens stehen und ich werde es nicht mehr auslöschen. Und ich dachte mir, okay, weil ich habe dieses Lied immer gesungen, weil es mir gut gefallen hat, aber ich war mir nie wirklich klar, es so zu sehen, wie der Herr mir es gelehrt hat an diesem Tag. Dazu möchte ich, dass wir gemeinsam die Bibel aufschlagen, und zwar in Offenbarung Kapitel 3, in Vers 5. Ich lese im Namen Jesus. Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen. Und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Amen. Er hat mir diesen Kapitel gegeben und ich habe es dann gelesen. Und er hat mich gefragt, das, was du gesungen hast du das wirklich verstanden? Und ich dachte, ich weiß nicht recht. Ich weiß nur, ja, der, wo überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ja, das war's. Und dann hat er zu mir gesprochen und hat gesagt, wie willst du aber überwinden? Wie wirst du vorgehen? Was wirst du machen? Und dann hat er angefangen, mich zu lehren. Ich war alleine. Es war kein Mensch da, nur ich alleine und der Heilige Geist. Er hat angefangen, mich zu lehren. Und dann sprach er zu mir, jemand, der überwindet, der etwas gewinnt, der muss einen Kampf durchgeführt haben. Er muss etwas gemacht haben, damit er das überwindet, damit er gewinnt. Und so ist es. Bevor wir überwinden, müssen wir kämpfen. Müssen wir kämpfen. Ich nehme ein Beispiel. Ein Soldat, der in einen Kampf eingeht. Dieser Soldat muss sich bewusst sein, in welchen Kampf er sich einlässt. Dieser Soldat muss wissen, gegen wen er kämpft.
Dieser Soldat muss wissen, welche Waffenrüstung er tragen muss, um nicht verletzt zu werden. Und dieser Soldat muss sich sicher sein. Er muss sich sicher sein und muss wissen, wenn ich in diesen Kampf eingehe, gibt es kein Zurück mehr. Es gibt kein Zurück mehr. Und er muss wissen, dass er bis zum Ende kämpfen muss. Es gibt kein, ja, ich gehe kämpfen und nach einer Zeit sagt er, nein, ich kann nicht mehr, ich bin zu schwach und hört auf. Nein, in diesem Kampf, wenn du in diesen Kampf eingehst, musst du kämpfen bis zum Ende. Und dieser Kampf, was ist dieser Kampf? Dieser Kampf ist, wenn wir Jesus Christus als unseren Erretter, als unseren Erlöser empfangen. An diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt, tust du einen Kampf eingehen gegen den Teufel, gegen den Gegner. Diesen Kampf, wenn du ihn eingehst, du musst dir bewusst sein, auf was du dich einlässt. Und du musst dir bewusst sein, was auf dich zukommt. Du musst bereit sein, weil du kannst nicht in einen Kampf eingehen, wo du nicht weißt, was du tragen musst. Du kannst nicht in einen Kampf eingehen, wenn du nicht weißt, was auf dich zukommt. Deswegen hat er angefangen, mich zu lehren. Und er sagte zu mir, wenn du gewinnen willst, wenn du etwas gewinnen willst, musst du die richtige Waffenrüstung tragen. Du musst wissen, wie du vorgehen musst. Genau. Und man muss kämpfen, man muss ausharren in diesem Kampf. Man muss wirklich ausharren. Dieser Kampf ist das Kreuz. Weil du kannst dein Kreuz nicht auf dich tragen. Heute sagst du, ich trage mein Kreuz und morgen sagst du, ah, es ist mir viel zu schwer. Es ist jeden Tag, jeden einzelnen Tag deines Lebens musst du dieses Kreuz auf dich tragen. Und es werden viele Sachen kommen. Es werden viele Probleme kommen. Aber du musst ausharren. Und wie wirst du ausharren? Wenn du Jesus Christus in deinem Leben hast. Wenn du Jesus Christus annimmst und seine Gebote hältst. Wenn du ihn wirklich annimmst als Gott und Erlöser, als deinen Erretter. Und wirklich verstehst, was er von dir erwartet. Dazu möchte ich, dass wir zusammen in Epheser lesen, in Epheser Kapitel 6. Genau, wir lesen in Epheser Kapitel 6 in Vers 10. Ich fange an. Also Vers 10 bis Vers 18. Ich lese im Namen Jesus. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Und hier sehen wir nochmal, hier wird uns gesagt, wir sollen die ganze Waffenrüstung tragen. Nicht die Hälfte, nicht ein Viertel, sondern die ganze Waffenrüstung. Warum die ganze Waffenrüstung? Weil du kannst nicht in einem Kampf eingehen und nur einen Helm tragen, aber vergisst den Brustpanzer oder vergisst den Gürtel oder vergisst den Schwert oder vergisst deinen Schild. Nein, du kannst nicht in einen Kampf eingehen und nur die Hälfte einer Rüstung tragen. Ich lese weiter. Damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Hier sehen wir es nochmal in Vers 13, da steht, ergreift die ganze Waffenrüstung. Damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So, Vers 14, so steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Hier sehen wir eure Lenden. Wenn wir in diesen Kampf eingehen, müssen wir eine Lende tragen, weil da steht geschrieben in Vers 12, dass wir nicht gegen Fleisch kämpfen, sondern wir kämpfen gegen was Geistliches, gegen der Himmels, der Weltbeherrscher, dieser Finsternis. Es ist geistlich, unser Kampf. Er ist nicht fleischlich, sondern er ist geistlich. Wir sollen uns umgürten mit der Wahrheit.
Deswegen müssen wir wissen, gegen wen wir kämpfen. Wenn wir wissen, gegen wen wir kämpfen, wir wissen alle, wir kämpfen gegen den Teufel. Gegen den Teufel kämpfen wir. Und wenn wir wissen, dass der Teufel die Lüge liebt, der Teufel möchte, dass wir in der Lüge leben, weil er weiß ganz genau, dass Gott die Lüge nicht liebt, dass er das nicht mag. Deswegen müssen wir die Lende tragen. Wir müssen die Lende tragen, umgürtet mit der Wahrheit. Die Lende ist unsere Wahrheit. Wenn wir wissen, der Teufel liebt die Wahrheit nicht, wir müssen uns mit der Lende umgürten und in Wahrheit leben. Wir müssen das tun, was Gott uns gebietet. Wir lesen weiter. Begleitet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der Brustpanzer, er schützt uns vor den Pfeilen des Gegners. Wenn du keinen Brustpanzer hast und wenn ein Pfeil dich trifft in deinem Herzen, direkt in dem Herzen, wirst du sterben. Deswegen müssen wir uns mit dem Brustpanzer bekleiden. Und was ist dieser Brustpanzer? Die Gerechtigkeit. Der Teufel möchte nicht, dass wir in der Gerechtigkeit leben. Der Teufel möchte, dass wir egoistisch sind. Der Teufel möchte, dass wir egoistisch leben, dass wir unseren Nächsten nicht lieben, dass wir den anderen nicht helfen, dass wir nicht Gerechtigkeit ausüben. Aber wir sollen uns umgürten mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Solange du weißt, mein Gegner möchte nicht, dass ich das mache, dann tu es, weil du so wirst du ihn bekämpfen. Weil wenn er kommt und dich berühren möchte, dann sieht er, ah nein, er hat oder sie hat den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Ich kann sie nicht berühren. Wir gehen weiter in Vers 15. Und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Wir sehen hier, wie sehr tut der Teufel uns dazu eindrängen oder uns festhalten, dass wir nicht das Evangelium verkünden. Wie oft? Und die Bibel sagt uns in Vers 15, wir sollen uns beschuhen, unsere Füße beschuhen mit der Bereitschaft zum Evangelium. Wir sollen dieses Evangelium des Reiches, der Wahrheit verkünden in der ganzen Welt. Wir sollen das tun. Das ist unser Schuhwerk. Das ist das Schuhwerk, das der Herr möchte, dass wir, damit wir uns bekleiden. Wir gehen weiter in Vers 16. Bei all dem ergreift den Schild des Glaubens, damit mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Hier sehen wir es. Wir sollen das Schild des Glaubens tragen. Wenn du in diesen Kampf gehst, musst du auch ein Schild tragen, damit du dich verdecken kannst. Wenn der Teufel dir entgegenkommt, verdeckst du dich mit diesem Schild des Glaubens. Weil du weißt, er möchte, dass du kein Schild trägst, aber du trägst es. Und dieser Schild ist das Glauben. Wir müssen an unserem Glauben festhalten. Nicht, dass jemand kommt und uns ein falsches Evangelium predigt oder uns falsche Sachen zeigt. Aber wir sollen dieses Schild tragen des Glaubens. Die Bibel sagt, wenn der Menschensohn zurückkommt, wird er noch den Glauben vorfinden. Und das ist das, was der Teufel möchte. Er möchte uns unser Glauben wegnehmen. Dass wir nicht mehr an Jesus glauben. Dass wir nicht an ihn glauben. Dass wir nicht daran glauben, dass er bald zurückkommt. Und unser Leben so weiterführen, wie wir es jetzt tun. Wir sollen das Schild tragen des Glaubens. Das Schild des Glaubens. Amen. In Vers 17. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Wow. Der Herr ist gut. Oftmals tun wir Gottes Wort erniedrigen. Aber wenn wir hier sehen, das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Das Wort Gottes, es ist ein Schwert für uns Christen. Es ist ein Schwert. Wenn jemand kommt und dir irgendeinen Blödsinn oder irgendwas erzählt, was nicht in Gottes Wort steht, dann nehmen wir die Bibel, dann schlagen wir das auf. Und das ist unser Schwert. Wir werden ihm dann zeigen, was biblisch ist, was in der Bibel steht, was Gott will, was Gott sagt.
Das Wort Gottes ist unser Schwert und wir sollen es festhalten. Die Bibel sagt, dieses Buch soll sich nicht entwenden von unserem Mund. Wir sollen darüber gesinnen, Tag und Nacht. Und das, was der Teufel möchte, ist, er möchte, dass wir dieses Buch nicht lesen. Er möchte uns davon wegnehmen. Er möchte, dass wir leben, ohne die Bibel zu lesen. Und dieses Wort, das ist unser Schwert. Und Gott möchte, dass wir dieses Buch Tag und Nacht lesen. Jeden Tag lesen. Weil du weißt ganz genau, du gehst in den Kampf und der Teufel möchte nicht, dass du die Bibel liest. Weil wenn du die Bibel nicht liest, es kann etwas zu dir kommen. Es kann was passieren. Aber wenn du die Bibel liest, erschöpfst du neue Kraft. Erschöpfst du neue Kraft, die der Herr dir schenkt. Amen. Der Herr ist groß. Und wir gehen weiter in Vers 18. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heilige. Amen. Der Herr ist gut. Der Herr ist groß. Ich danke den Herrn für diese Botschaft. Es war kein Pastor, es war kein Evangelist, es war kein Mensch, mein Mann oder meine Eltern, die mir das gelehrt haben. Es war der Heilige Geist, es war Jesus allein, der mir das gelehrt hat in meinem Wohnzimmer. Nur nachdem ich dieses Lied gesungen hatte, hat er angefangen, Stück für Stück mir zu erklären, wie man überwinden kann. Wenn wir das alles überwunden haben, die Listen des Teufels, wenn wir ausgeharrt haben, auch wenn es so schwer ist, auch wenn du Probleme hast, auch wenn du was weiß ich hast, wenn du das alles überwunden hast und Gott nicht gelassen hast, dann wirst du begleitet mit dieser weißen Kleidung. Dann wird dein Name im Buch des Lebens stehen und Gott wird es nicht mehr durchstreichen. Dann hast du es geschafft. Aber nur dann, wenn du in diesen Kampf eingegangen bist, diesen geistlichen Kampf, und wenn du gekämpft hast, ein wahrer Kämpfer warst, nicht losgelassen hast, trotz Verfolgung, trotz Erniedrigung, trotz allem hast du ausgeharrt. Du hast dein Kreuz jeden Tag auf dich aufgenommen. Du hast dein Kreuz, egal was gekommen ist, auf dich aufgenommen. Dann wird Gott dich mit weißen Kleidern begleiten. Nur dann. Nicht nur so, du musst einen Preis dafür bezahlen. Er hat auch einen Preis bezahlt für uns am Kreuz. Es liegt nun an uns, etwas dafür zu tun. Aus nichts kommt nichts. Du selber musst auch was dafür tun. Du kannst nicht einfach nur da sitzen und denken, ah, Gott hat schon alles getan am Kreuz. Ich kann mein Leben leben, wie ich möchte und ich komme in den Himmelreich. Nein. Du selber musst auch was dazu tun. Du musst dich entscheiden und sagen, ich bin bereit. Ich bin bereit, in diesen Kampf einzugehen. Ich bin bereit, mein eigenes Leben aufzugeben. Denn die Bibel sagt, der versucht, sein Leben zu retten, er wird es verlieren. Aber der sein Leben aufgibt für mich, er wird es wiederbekommen. Also mein Bruder, meine Schwester, es ist nicht wichtig, dass du alles auf dieser Welt bekommst. Was bringt es einen Menschen, alles zu haben, was er möchte? Geld, Ruhm, Reichtum, Frauen, Autos, alles, aber sein Leben verliert. Deshalb nimm diese Entscheidung. Wenn du dich für Gott entscheidest, dann bleib auf Gottes Seite. Es gibt keinen Gott und Satan. Entweder Gott oder der Teufel. Und du musst dich entscheiden. Es gibt kein heute bin ich Christ und morgen bin ich nicht Christ. Nein. Die Bibel sagt, du kannst nicht zwei Führer auf einmal dienen. Entweder du wirst den einen lieben und den anderen hassen. Deswegen entscheide dich. Es ist jetzt noch die Zeit. Es ist jetzt noch die Zeit, Gott zu empfangen. Möge der Herr euch segnen. Möge der Herr euch segnen, euch die Augen öffnen, damit ihr in diesen Kampf eingeht. Nicht nur
blind reingeht, sondern mit offenen Augen, damit der Herr euch führt, euch zeigt, wie ihr wahrlich kämpfen könnt. Möge der Herr euch segnen. Es ist das erste Mal, dass ich vor der Kamera stehe und euch diese Botschaft gebe, aber ich denke, durch Gottes Gnade ist es nicht das letzte Mal. Möge der Herr euch segnen. Im Namen Jesus. Amen.